Wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Das Ganze natürlich mit Mr. Serie Trader Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat heute Morgen begrüßen. Ich bin ganz gespannt, was der Markt heute Morgen macht. Ist ja ein bisschen, ja, ich sag mal, holprig momentan. Ne? Zinsentscheid steht an von der Fed. Ich bin gespannt, was rauskommt. 0,75, ein Punkt. Aber der Dirk ist heute Meister des Live-Tradings. Von daher halte ich mich zurück mit meinen Aussagen und springe direkt zum Risikohinweis. Denn Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des gleich Gezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Vollkommen egal, was der Dirk handelt, analysiert, erklärt. Ja, bitte am Ende immer die eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig vorweg, immer zu sagen. Ja, dann würde ich sagen, Dirk. Ja. Stage is yours. Ja. Du darfst. Mr. Stereo Trader. Natürlich Mr. Stereo Trader. Das bist du doch auch, schließlich. Ne? Jedes Mal lustig. Wenn etwas sein soll, ich bin da, ich halte Händchen im Hintergrund, weißt du ja, ne? Und dein Mikro heute fest. Ja, ja, das halte ich ja, auf jeden Fall. Nicht nur mein Händchen, genau. So, ja, ich habe auch ein bisschen Technikstress hier. Bei mir ruckelt alles irgendwie ganz merkwürdig. Bin froh, dass die Kamera überhaupt läuft. Aber ich habe halt so einen Mac, weißt du, und das Letzte, was einem einfällt, das ist ein Neustart. Und der Letzte ist, keine Ahnung, wie viele Monate wieder her. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Und vielleicht hilft das ja so ein bisschen was. Deswegen gibt es auch kein großes Bild, sondern nur das Kleine aus der Ecke hier unten rechts. Jetzt gleich, das da aufpoppt. So, ich sage an der Stelle dann auch hier, ganz unten in ganz klein. Oh, das klingt traurig, oder? Von ganz unten in ganz klein sage ich guten Morgen. Ich muss mir auch gerade mal hier eine Jacke anziehen. Es ist irgendwie kalt. Also wir haben zwar irgendwie die Heizung an, aber irgendwie, weiß auch nicht, das funktioniert noch nicht so richtig. Es ist ja auch mittlerweile irgendwie Luxus, überhaupt eine Heizung anzuwerfen. Ich bin ja schon erstaunt, dass die hier überhaupt im Haus funktioniert. Und aber frieren kommt natürlich nicht in Frage, aber trotzdem ist so ein bisschen kühl, so, aber ich vertrete auch immer das Motto, also mit der kurzen Hose sitze ich jetzt nicht hier, würde ich aber gerne. Ich sage immer, der Sommer ist vorbei, wenn die letzte Pfütze zugefroren ist. So, dann kommen wir mal zu dem Markt, also beziehungsweise gerade nochmal, ich kann nochmal wiederholen, was der Florian gesagt hat. Also nachhandeln ist immer ganz schlecht, weil das natürlich immer irgendwie, ich hänge halt immer davon ab, dass die Trades, die ich dann halt live mache, dann möglichst auch eben im Live-Trading dann auch wieder zugehen. So, und deswegen bin ich da manchmal halt so sehr skalpig, um es mal so zu nennen, unterwegs. Und Hauptsache irgendwie, ich kriege das Ding dicht. Und wenn aber irgendwie eine größere Geschichte auch mal ansteht, wo ich sage, ja, ab hier könnte es auch mal irgendwie ein paar hundert Punkte in die eine oder andere Richtung, dann mache ich auch schon mal Trades auf, die dann nicht unbedingt im Webinar dann halt auch dicht gemacht werden. Und das heißt dann, ich bin dann auch nachher dann nicht unbedingt da dabei, um das Ding aufzulösen. So, und das sieht man dann immer in den Trades in der Facebook-Gruppe dann auch. Und dass es dann manchmal auch schon mal länger dauern kann. Zwischendurch habe ich auch mal ein paar Livestreams gemacht. Und auch da gab es dann schon mal den einen oder anderen Verhedderer. Und der dann eben nach ein paar Stunden erst aufgelöst ist. Deswegen wirklich immer ganz, ganz wichtig, bitte unbedingt eigene Entscheidungen treffen. Auch wenn es, und so kann ich immer noch guten Gewissens sagen, dass alles in der Regel im Schnitt sehr, sehr gut aufgeht. Aber dann gibt es natürlich auch die berühmten Ausnahmen und dann guckt man erstmal blöd aus der Wäsche. Oder ich kriege es natürlich auch hin, irgendwie morgens erstmal einen Loser zu fabrizieren. Ja, das ist live, aber so soll es natürlich trotzdem nicht sein. So, ich gehe mal hier die Kommentare durch. Also ihr könnt natürlich auch hier gerne immer wieder was reinschreiben und euren Senf dazugeben. Feedback, mich kritisieren. Der Norbert sagt was zur Frisur. Der Friseur hat wieder zu. Ja, so ungefähr. Ich musste leider irgendwie zweimal einen Termin absagen. Und irgendwie, das ist dann halt das Ergebnis, das nur noch mit Mütze dann irgendwann halt geht. So, also, ich fange mal hier an im Daily in den beiden Märkten. Also generell hat das die letzten Tage ja alles sehr, sehr gut funktioniert. Also von dem, was ich da im Blog geschrieben habe, als auch, was ich dann live gehandelt habe in Trades Only. Das ist ja irgendwie so ziemlich alles aufgegangen.
Und jetzt muss man sich mal irgendwie angucken, was macht der Markt denn eigentlich gerade? Also wenn wir jetzt mal irgendwie mit dem DAX als Beispiel mal erstmal starten. So, da sieht man zum Beispiel, wir haben halt hier mächtig Support da unten, also das Daily, ne, auf der 12.596 hier tickt genau. Also die Linien sind natürlich immer vorher da, das ist ja klar. Und nicht im Nachhinein. Und das sehen wir halt schon relativ deutlich Support. Auf der anderen Seite sind wir aber halt unverändert im Short-Trend, auch wenn wir für hier oben mit der 550, auch wenn wir da halt so ein bisschen kleines, was heißt kleines, ne, so ein höheres Hoch hier haben, wenn man das mal so zeigt. Das heißt aber im Endeffekt auch nichts, ja. Das Ding kann einfach dann hier wieder in Short weiterkippen, wobei das jetzt natürlich so ein kaputter Short-Trend erstmal ist, ne. Das heißt, wir kommen halt von hier, mal gucken, ob das Ding hier funktioniert, die Lupe, ja, fast weg da. So, ne, das heißt, hier haben wir die 410 aufsteigend, haben hier oben dann das High und dann hat hier kein neues Tief bestätigt, kein neues Tief und hier zwischendurch auch wieder ein höheres High. So, das könnte natürlich schon bedeuten, dass der Markt versucht, daraus jetzt irgendwie halt einen Longtrend wieder zu basteln. Ob das gelingt, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber es sieht so ein bisschen aus, als würde er das versuchen. Ja, also wir haben ja hier so ein bisschen Druck nach unten gehabt, ab der 111, da in zwei Etappen und dann gestern aber hier relativ massive Gegenwehr dann im DAX. Ne? So, und das heißt für mich, eigentlich müsste der ab hier jetzt versuchen, nochmal darauf zu laufen, hier in diesem Bereich auf die 111. Ne? Das ist von hier aus gerechnet irgendwie 200 Punkte. Das würde schon Sinn machen, dass er das versucht. Ja. Und das heißt, wenn er das jetzt irgendwie angeht, würde ich auch hier jetzt erstmal nicht mehr short gehen, sondern würde dann eher schon dann gucken, dass ich da long in irgendeiner Form irgendwo reinkomme. Ob das jetzt ab hier startet, wo wir genau stehen, ne? Also es ist jetzt hier gerade die Future-Eröffnung, wie man auch sieht, weil die Tageskerze bildet aktuell erstmal eine Doji aus, aber der Länge nach sehen wir halt auch, ne? Das ist noch längst nicht fertig, diese ganze Geschichte hier. So, schön wäre natürlich, wenn wir hier so ein kleines neues Tief kriegen und dann halt versuchen, da hochzulaufen, ob er mir den Gefallen tut. Steht natürlich auf dem anderen Blatt. So, aber das wäre so generell erstmal das, was ich sehe und wo ich sage, da stelle ich mich auch nicht dagegen. Auf der anderen Seite stehen wir hier natürlich tatsächlich im Außenstab, so wie ich das halt sehe, hier nach unten. Ne, das heißt also, hier ist der Freitag, der noch nach unten drückt und da stehen wir gerade irgendwie an der Obergrenze und da kommt er nicht irgendwie drüber weg. Auch gestern, solange das aussieht, hat zwar ein tieferes Tief gemacht, aber eben nicht über den Freitag geschlossen. Das heißt, hier ist noch Widerstand, da wo wir jetzt gerade stehen. Das heißt, der könnte auch erstmal nach unten gehen und dann halt im Laufe des Tages dann nach oben ziehen. So, die beiden Szenarien haben wir also hier jetzt einfach nur mal an der Tageskerze halt mal gesehen, die ganze Geschichte. Mehr jetzt erstmal nicht. Ne? Im H1 kann man es gleich mal nochmal genauer angucken, was da halt Sache ist und wie man da halt irgendwo reinkommt. So, jetzt haben wir schon irgendwie 5 Minuten vor. Also ich meine, ich finde es natürlich super, wenn ich um Punkt 9 irgendwie was hinkriege. Aber das ist natürlich auch kein Garant oder jetzt auch nicht unbedingt der Maßstab, dass um spätestens irgendwie 1 Minute nach oder so dann halt irgendwie die Order im Markt sein muss. Also deswegen erstmal nur hier den Überblick und damit ich überhaupt mal weiß, wo wir stehen. So, im DAU, ich schiebe das mal hier ein bisschen hoch, damit ich nicht das Bild verdecke, haben wir es ganz ähnlich. Der hat so ein bisschen deutlicher drüber gehievt über den Freitag, nicht über den Freitag. Sondern hier, dass der Montag, doch, das ist der Freitag, genau. Ne, der hat ja am Freitag halt hier eine rote Kerze gebastelt, die zwar weiß aussieht, aber in Wahrheit rot ist, weil da ist ein Gap dazwischen und das ist nicht zu gewesen am Freitag und das rechnet man dann halt eben gedanklich dazu. Und deswegen hatte ich ja gestern geschrieben, wir gehen, also die Chance ist groß, dass wir nochmal ein Downgap kriegen und neue Tiefs machen. So, das ist auch gestern passiert. Jetzt hat er das Ding aber halt hier eliminiert, ja, das heißt, hier stehen wir so ein bisschen im Nirvana, deswegen glaube ich, dass der DAX da möglicherweise jetzt gleich erstmal greifbarer ist. Und weil der DAU, ich weiß nicht, was für eine Zinssatzentscheidung steht an? Du hast es gerade erwähnt, Florian. Und er ist weg. Die FED macht die Zinsentscheidung. Ich glaube, Wann das ist kommt? morgen. Morgen, okay. Soweit ich weiß. Ja, der könnte natürlich schon nochmal hier irgendwie eine Runde nach oben spritzen und dann halt nochmal versuchen, da oben was zu reißen. Das würde schon passen, ja. Die Frage ist aber immer so, ab wo das Ganze? Da muss man gleich jetzt irgendwie, also ich lasse den DAU jetzt erstmal kurz außen vor. Den finde ich jetzt hier gerade nicht so. Ja, muss man mal sehen. Also zu greifen. Ich hätte schon gerne erstmal runter.
Also in beiden Märkten und dann halt irgendwie Schwung zu holen. Und beim DAX wäre das halt die 832. Ja, also hier unten bei mir einfach als nächstes fettes Level und dann gleichzeitig hier Cluster von gestern plus eben SMA 20 im H1. Das würde schon passen. Mal gucken, ob wir den da halt irgendwie dann auch zu greifen kriegen. Das würde also bedeuten, hier jetzt erstmal ein Stück weit tiefer. Müssen wir hier alles irgendwie ein bisschen einstellen, damit es auch hier wieder passt. Und mal gucken, ob das so kommt. So. Also viel mehr kann man da momentan auch gar nicht irgendwie. Na, Orderbuch habe ich jetzt hier gar nicht drin. Ja, muss ich gleich mal nochmal einstellen, weil ich den F-DAX da gar nicht auf dem Schirm habe. Das fehlt natürlich dann so ein bisschen. Mal gucken. Machen wir noch schnell F-DAX. Ja, weil ich mache das ja immer so, dass ich halt zwar den CFD hier handle, aber mir das Volumen vom Future hier reinhole. So, und dann haben wir natürlich auch ein Orderbuch. Also wie gesagt, Tendenz, ich habe ja gerade gesagt, ne, wir stehen im Daily gemessen hier oben noch immer am Widerstand und er könnte erstmal runter. Also wenn er das jetzt macht, wenn er jetzt irgendwie nach unten gescheppert kommt, um 9 Uhr würde ich wahrscheinlich auch erstmal reinspringen nach unten und dann aber eben bei der 832, also irgendwo hier unterhalb mit neuem Tief, dann versuchen, dort einen Long Trade irgendwie hinzukriegen, weil mehr sehe ich jetzt hier auch erstmal nicht. Also das wäre auch jetzt eine Nummer, die, wo ich sage, die rennt auch nicht einfach durchs Dach. Das glaube ich nicht, ne? Also auch wenn der jetzt hier irgendwie falsch sein sollte, eventuell muss man die irgendwie zweimal angehen. Aber dass der jetzt einfach so nach oben abhaut, das sieht man schon am 15. Da ist schon Widerstand da oben, ne? Ich meine, möglich ist alles, aber ich halte es für relativ aussichtslos. Ich setze mal hier ganz mutig direkt eine Short Order hin. Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, ne, mit dem ersten Piekser da reinzugehen. Aber trotzdem glaube ich, dass die erste Richtung nach unten stimmt. So, ich würde auch nicht ans Kassa hier runtergehen an den Xetra-Schluss von gestern, sondern dann eher versuchen, davor halt das Ding aus dem Markt wieder rauszukriegen. So, ist jetzt erstmal halt auch hier überschaubare Position. Und mal gucken, ob das gelingt. Die würde ich aber tatsächlich auch skalieren. Also das heißt, ich glaube eben nicht, dass wir hier oben rauslaufen, sondern dass wir eher halt dann auch nochmal irgendwie Gegenwehr kriegen. Mal gucken, wenn er nicht irgendwie kommt, dann mache ich den erstmal zu und versuche den höher nochmal dann halt einzugehen. Das ist natürlich jetzt wirklich, die saß so ein bisschen unglücklich, da wäre ich ja besser Market gegangen. Das war auch mein erster Gedanke. So, geh einfach Market da an der Stelle und dann. Aber der zweite Gedanke war natürlich nur, ja gut, wenn du Market gehst und er läuft punktgenau in die andere Richtung, ist auch doof, aber naja. So, mal gucken. Hier haben wir natürlich jetzt auch die Value Area, ne? Das Value Area Low. Da muss er jetzt natürlich dann auch raus, wenn das was werden soll. Und dann halt mal sehen, wie weit wir da unten kommen. Also wir stehen halt hier über, das ist natürlich auch ein Level hier bei mir an der Stelle über der 862. Das ist auch nochmal knapp vor dem Gap, was wir da haben. Ich hoffe, das ist nicht zu klein hier an der Stelle. So, das wären schon mal 10 Punkte. Trotzdem muss er sich jetzt da durchbeißen. Ich sichere den auch eng ab hier, ne, weil ich bin hier so ein bisschen unglücklich reingekommen und würde den, falls er nochmal irgendwie raufläuft, dann eher nochmal oben am Point of Control dann irgendwie nochmal holen. Ne? So, aber generell erstmal drückt es dahin, wo es hindrücken soll. So, Trail Start. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob das was wird hier. Aber hier mit einem neuen Low. So, jetzt will ich den Stop nochmal wegnehmen, weil wir jetzt halt M1 erstmal darunter geschlossen haben. Ne, weil die so ein bisschen jetzt hier schon mal drückt. Auch der M5 hängt schon mal unter dem Gebilde hier oben. Und da darf der jetzt gerne einmal durchrennen, bitte. So, Trading-Abstand, 5 Punkte auf den TA-Trail. Auf den Tick. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwie ein paar Punkte liegen wir jetzt hier vorne. Wie gesagt, er muss nur einmal, das ist jetzt nur der erste Impuls. Ne? Das heißt, ich will jetzt irgendwie nicht da den riesen Short-Trend aufmachen oder Short-Trade oder wie auch immer, sondern hier so ein paar Punkte runter. So, das passt schon mal. Ne?
Und habe ja auch gesagt, ne, hier, der darf hier einmal unter das Low drunter, sollte er auch bitte machen. Hier auf die 832, das ist hier unten in Gelb. Und dann halt mal sehen, was da passiert. Ne? Aber ob der jetzt überhaupt hier runter geht, keine Ahnung. So, das war schon mal relativ einfach. Die Nummer hier. Kurz entschlossen. Aber ist ja auch nicht schlecht, wenn es so läuft. Ne? Wie viel waren das jetzt irgendwie? Ja, 15 Punkte. Ne? So in den ersten 5 Minuten, 3 Minuten kann man ja mal machen. Das ist schon okay. So, jetzt drücken wir einmal hier durch. Heißt aber, wie gesagt, nichts. Ne? Vor allen Dingen, weil wir jetzt halt auch hier sehen, dass der sich ganz schön lang macht nach unten. Ne? Das heißt, oft ist es auch so, wenn man halt zum Beispiel so eine Impulsbewegung hat, und das hat eben die letzte Kerze, ist halt eben oft auch die längste. Ne? So, das heißt, das ist für mich jetzt eigentlich schon so ein bisschen Indiz dafür, dass die Idee wahrscheinlich gar nicht, womöglich, wahrscheinlich will ich gar nicht sagen, das gar nicht verwenden, das Wort, aber dass die Idee womöglich gar nicht so schlecht ist, weil es halt hier jetzt irgendwie gerade länger wird. Ne? So, trotzdem würde ich aber mal abwarten, nicht direkt hier dagegen halten. Ne? Tieferes Tief, das ist okay, das hier war nur der Future, das macht nichts. Dass wir da jetzt unter den Lows drunter sind. 785 wäre natürlich ein bisschen blöd oder generell auch ein Gap Close hier wäre auch doof. Ich finde es halt schon ganz nett, wenn wir jetzt einmal hier durch die Gelbe durchstechen und dann halt eben nicht ganz bis darunter laufen und der Markt dann halt wieder zurückzieht. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und dann würde ich mich da nämlich halt long dran versuchen. Was mir natürlich hier nicht so gefällt, ist im M15, hier oben sieht man es oben rechts. Das, also ich mag generell keine EMAs, ne? Das ist immer so die Stelle, wo ich mir immer sage, boah, mach was anderes. Irgendwie lauf um Block oder gegen Keller oder weil das meistens irgendwie anstrengend ist und man weiß, dass das Zeug irgendwie viel gehandelt wird. Und aber ich kann da nie irgendwie eine Richtung dran festmachen. Für mich läuft der immer drunter und drüber. Außer es irgendwie an der Stelle, wo es zu einer Übertreibung passt. Und da wird es gerne mal zum Fischen genommen, aber mehr kann ich da irgendwie nie erkennen. Und steht jetzt hier zwar so drauf, ich habe auch hier irgendwie Level bei der 836, aber mein eigentliches Level ist die 832. Und deswegen irritiert mich das jetzt natürlich auch so ein bisschen, dass wir halt hier direkt da hochziehen wieder. Und ob das so bleibt, steht natürlich ja auch auf dem anderen Platz, auch klar. Weil wir haben jetzt gerade mal erst die ersten paar Minuten um. Wir kommen hier fast wieder an die Eröffnung zurück. Und er versucht natürlich hier jetzt irgendwie schon wieder nach oben. Wobei ich schon fast wieder geneigt wäre, hier auf den Short-Knopf zu drücken. Wenn er nicht allzu heftig jetzt da oben durchballert. Weil das kann schon sein, dass wir jetzt hier nochmal neu. Also jetzt, wenn jetzt hier natürlich ein neues Tief kommt, das wäre natürlich dann genial. Weil dann fliegen alle, würden alle die rausfliegen, die hier irgendwie long gegangen sind erstmal. Am EMA oder wie auch immer schon abgesichert haben, die würden wir dann mal kurz abholen. Dann halt wieder raufziehen. Das wäre natürlich Genius. Ne? So, aber momentan versucht das jetzt hier direkt über die erste 5-Minuten-Kerze da drüber zu drücken. Hier oben ist der M5. Also die Grundidee war jetzt bis jetzt ja gar nicht so dumm, ne? Also mal abgesehen, dass ich hier unten jetzt nicht reingekommen bin, aber halt runter und dann rauf, das war schon sehr plausibel. Nur wie gesagt, klar, ich finde es natürlich jetzt nicht so gut, dass wir hier die 832 nicht haben. Und weil ich es ja auch so ein bisschen gewohnt bin, dass der Markt eben die Levels ja auch genau einhält und nicht dann irgendwie 3 Punkten vorher dann daran bremst. Er hat gerade gesagt, laufen gegeneinander, schreibt der Norbert gerade. Ich habe den DAU jetzt gar nicht auf dem Schirm hier. So, jetzt hier nochmal ganz kurz gucken. Also im Daily, der Außenstab, wo ist der denn? Also hier könnte man jetzt, wenn man todesmutig ist, natürlich auch nochmal sagen, gut, da gehe ich nochmal eine Runde Short, ne? Genau hier am Vortageshoch. Das könnte, weil da hat er jetzt erstmal mit zu tun, aus dem Gebilde, also aus der M5 hier rauszukommen. Ne? Also es sind zwar vielleicht nicht viele Punkte, die da fehlen. Aber er ist noch nicht draußen und wir haben noch irgendwie 2,5 Minuten Zeit. Und das heißt, der drückt jetzt wahrscheinlich nicht an einem Stück da oben durch. Trotzdem ist es mir jetzt hier so ein bisschen knapp, weil ich halt auch hier immer so viel erklären muss und jetzt eigentlich auch mir erstmal angucken will, wo wir hier jetzt genau die Grenze haben. Das habe ich nämlich vorhin nicht gemacht.
So, das heißt, also in diesem Ding hier, da wäre also der Außenstab, ich mache das mal ganz bewusst rot. So, da stehen wir, wenn man das mal ganz genau machen will, nämlich bei der 909, ne? Sehe ich das richtig? So, da ist der Widerstand, weil da diese Abwärtsbewegung ist. So, und da sind wir noch nicht draußen. Da kann er sich noch irgendwie theoretisch auch einen ganzen Tag damit aufhalten. Und 909 wäre hier oben, irgendwo, genau da, da. Da wäre also 909, zeichne ich hier auch mal ein. Ja, weil im Endeffekt, ja, sieht man ja vor allen Dingen gerade bei der Kasseeröffnung, dass es immer irgendwie darum geht, so irgendwie, oder der Daily natürlich viel interessanter als, ist als irgendwas im H1 oder so. Ne? Und deswegen sage ich immer, wenn es irgendwie, wenn es ruppig wird, pack den Daily aus. Ne? Vergiss alles andere, was du irgendwie im Chart hast, hol dir den Daily, dann weißt du, wo das Ding hinläuft und was dann halt eben auch interessant ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, der wird wahrscheinlich jetzt nicht hier an direkt einfach so drüber laufen, sondern wenn man will, kann man da nochmal irgendwie shorten. Aber jetzt ist noch eine Minute übrig und die zieht er jetzt entweder ruckartig runter oder eben oben raus. Ne? Aber das wäre dann halt auch hier relativ genau die Grenze dann halt schon. Das Vortageshoch, da muss der jetzt nicht durch. Der kann jetzt ruhig nochmal komplett nach unten kommen. Und wenn er durchläuft und dann wird es ein bisschen schwierig, sich da noch irgendwo vernünftig einzukaufen, um dann halt irgendwie long mitgehen zu können. Wie gesagt, unten habe ich den jetzt leider verpasst, aber wie beschrieben, steckt der jetzt hier erstmal im, nichtsdestotrotz im SMA 20 da unten drin. Ja, da habe ich ja gesagt, aber wie gesagt, mir fehlen trotzdem irgendwie 3, 4 Punkte da unten. Die müssen jetzt natürlich nicht kommen, ja. Sondern das ist ja immer eher so, ich sage, wo ich so ein bisschen verwöhnt bin eben auch, weil halt eben das ja oft sehr, sehr präzise läuft und ich dann natürlich entsprechend irritiert bin, wenn es das halt eben mal nicht tut. So, M15 biegt sich auch gewaltig nach oben hier, will unbedingt da oben raus, sieht man, ne? Der M5 hat hier die Abwärtsbewegung erstmal gekauft, das heißt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich, das läuft da eh gerade schon, hier einen Drücker nach oben, da bin ich mal gespannt, was jetzt hier an der 909 passiert. Das heißt, dort könnten wir jetzt noch mal ein bisschen Gegenreaktion sehen. Wenn man das machen will, muss man es ganz eng natürlich machen. Ne, ob das dann jetzt so einfach darüber geht, hier ist auch noch irgendwie so ein bisschen dickere Order. Man kann das machen, ja. Es ist aber eher so, schon so ein bisschen risky, weil das natürlich gerade so gegen den Impuls irgendwie läuft. Ne. Wäre dann eigentlich schon eher ein Fan davon, zu versuchen, dass wir hier irgendwo hier unten vielleicht in dem Bereich halt nochmal reinkommen, also unterhalb vom, also Long dann natürlich, ne? Unterhalb von diesen letzten kleinen Tiefs an der Stelle. Falls wir jetzt hier oben irgendwie eins auf den Deckel kriegen sollten. Hier muss ja ganz klar der Konjunktiv ran. Hier haben wir dann auch das Nachthoch bei der 920. Die hatte ich gestern Abend noch eingefärbt, bevor ich den Block dicht gemacht habe in Rot oder war, oder ist sie schon. Kann auch schon sein, dass sie schon einen Tag länger da drin ist. Und da hat er erstmal ja auch perfekt dran reagiert wieder und irgendwie ist 100 Punkte, fast 100 Punkte runtergelaufen. Und die ist dann entsprechend jetzt natürlich das nächste relevante Target, um das in der Stunde zu erledigen. So, und das heißt dann aber eben auch, weil das Ding jetzt aktuell erstmal rot ist, das heißt für mich jetzt dann, also ich meine, es ist ja Widerstand, sieht man jetzt ja halt auch, ne? Aber heißt dann nicht, dass der jetzt unbedingt da wieder halten muss. Es heißt aber, dass wenn wir jetzt halt weit drüber laufen, dass der Markt versuchen wird, die Stunde darüber zu schließen. Ja. Und hier nochmal zum Verständnis. Also, wenn dieser Widerstand jetzt gekauft werden soll, ja, kann er das jetzt hier machen. Kein Problem. Der wird aber nicht einfach so irgendwo da oben drüber stehen bleiben. Höchstwahrscheinlich nicht. Und selbst wenn er es macht, und dann gibt es dann einen Rücklauf irgendwie in der Stunde danach wieder da unten hin, um dann dort wieder anzusetzen. Das ist einfach nur ganz typisches Marktverhalten. Und von daher, wenn man jetzt also Short sucht, sollte man es eher, keine Empfehlung, ja, aber ich würde es nicht jetzt hier machen, das bringt nichts, sondern halt dann eher eine Etage höher irgendwo ansetzen und dann bis hierhin handeln. Aber jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen, nur weil das Ding jetzt irgendwie gerade rot ist. Die hat ja schon funktioniert, ja. Deswegen muss die jetzt nicht nochmal halten, sondern der Markt wird sich jetzt höchstwahrscheinlich damit befassen,
die Stunde hier drüber zu schließen. So, wie hoch, das steht auf dem anderen Blatt. Aber das wäre so meine Herangehensweise. Und dann eher halt, wenn, vor allen Dingen, wenn wir jetzt nochmal runterkommen, dann eher hier unten irgendwo ansetzen und versuchen, da irgendwie long reinzukommen. Ne, statt jetzt hier irgendwie zu shorten. Ich glaube, das ist nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Ne? Auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, als das Ding nochmal hält. Aber das ist wurscht. Trotzdem kann der fürchterlich in die Hose gehen, wenn man halt hier shortet. Und es ist natürlich auch jetzt hier, wenn man das Ganze jetzt mal hier auf markttechnischen Trend irgendwie da halt runterbricht, auch so ein bisschen deutlicher. Und dann ist das Ding klar long hier jetzt erstmal. Ne? Also im M5. M15 wahrscheinlich auch schon. Ja, genau. Zeigt auch schon irgendwie eine andere Richtung an. Und im kleinen Timeframe sowieso. Da sowieso. Klar, gucken wir uns das Ganze hier unten nochmal an, im Daily. Da wäre es halt, wenn er jetzt wieder runterfallen würde, nur so ein Spike da drüber. Aber ich glaube nicht, dass er das tut. Und dass das jetzt das Tageshoch war. Ne? Also kann es sein, dass er hier, wie gesagt, nochmal runterkommt. Aber das Tageshoch war das hier sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Ne? Sondern das ist ja jetzt hier erstmal auch dieser Rücklauf, ist ja einfach der Tatsache geschuldet, dass hier natürlich wieder ein paar zu lange Short waren, zu lange gewartet haben und die dann hier rausgeflogen sind, die zu Käufern werden, schieben den Markt nach oben. Und deswegen haben wir jetzt hier erstmal den Spike. Und also das berühmte Stops-Fishing. Aber wann jetzt die Käufer da wieder an den Start kommen, das steht ja auf dem anderen Blatt. Ne? Aber ich bin erstmal ganz happy damit, dass die Bewegung jetzt doch sehr, sehr genau so war, wie ich sie halt vorhin beschrieben habe, bis auf irgendwie 3 Punkte im Low, die mir gefehlt haben. Aber erstmal runter und dann hoch. Wobei der Run nach oben natürlich deutlich interessanter war. Aber ich habe dann halt hier unten gezögert, weil ich dachte, da fehlen noch 3 Punkte. Na gut, aber jetzt habe ich halt eben dann 100 verpasst. So ist das halt manchmal, ne? Aber ich brauche natürlich auch irgendwo, also es ist immer schwierig, auf Vermutung zu handeln, ne? So irgendwie zu sagen, ja, da unten, da dreht er jetzt gleich, ja, und was wenn nicht, ne? Deswegen, ich bin dann schon ein Freund davon, mir irgendwo dann anzugucken, ja, was macht er denn, ne? Wo kann ich denn irgendwie da in den Markt rein? Und ich habe hier unten einfach gar nichts gesehen. Und so ein Ding hier im 5 mal rein nach Formation, wenn man das halt hier so sieht, da geht eine lange runter und dann direkt die nächste drüber. Ich habe ja schon viele Eröffnungen gehandelt, aber das ist halt also wirklich ein seltenes Gebilde. Ne? Das ist einfach so nach einem, ist ja auch ein Außenstab hier im M5 dann an der Stelle. Na, da sieht man es ja. Und dass dann danach direkt der nächste Außenstab kommt, das ist halt so ein bisschen Seltenheitswert. Deswegen habe ich da auch keinen Entry gefunden. So, wenn wir, wie gesagt, wenn wir jetzt hier nochmal irgendwie unter des Vortages hochkommen oder da in die Nähe, dann wäre das halt für meine Begriffe deutlich interessanter, dort anzusetzen. Oder hier ganz simpel vielleicht einfach auch im M15. Mal gucken, der hat ja gerade irgendwie hier so ein bisschen die Taktung vorgegeben. Dort einfach im SMA20 oder so. Das ist wahrscheinlich aber ohnehin der gleiche. Ja, ist ungefähr die gleiche Ecke. Ne? Also es hat die Kassaeröffnung. Hier diese Lows, das passt, würde zusammenpassen. Aber ob er mir den Gefallen tut und da hinkommt, das steht natürlich auch mal wieder auf dem anderen Blatt. So, ich gehe mal ganz kurz. Also wir haben jetzt hier jetzt erstmal, was waren es, 15 Punkte? Ja, ne? In den ersten paar Sekunden quasi. Die waren ja so weit, so sauber, so gut. Aber halt nach oben hin, also fehlt schon ein bisschen was. Also in den Tag würde ich jetzt hier nicht dicht machen mit 15 Punkten. Ohnehin hier bei einer überschaubaren Positionsgröße. Aber Positionsgröße ist natürlich was, was jeder mit sich selber ausmachen muss, beziehungsweise auf sein eigenes Konto abstellen muss. So, ich gehe mal ganz kurz nochmal hier rüber auf das größere Bild. Also, was sehen wir denn da? Also, den finde ich halt total, weiß ich nicht, ne? Also, der Dow hier gerade, der versucht sich aus einer Range, die er über Nacht hier gezimmert hat, nach oben irgendwie hier wegzuhieven. Also das schreit danach, dass das nicht gut geht. Ne? Weil so hier aus dieser Bewegung raus, so langes Ding rauf, dann hier gestern dazu gemacht, jetzt schweben wir hier irgendwo so darüber und dann jetzt einfach weiter.
Da würde ich ja glatt sagen, wetten nicht. Also selbst wenn der jetzt hier noch weiter nach oben drückt und jetzt hier nochmal neues Tageshoch macht, ne, hier oben kommt bei der 262 das Gap. Ja, da war ja ohnehin auch massiv Widerstand da oben. Also der ist von letzter Woche. Und der wird jetzt nicht, also das sage ich jetzt echt ohne Konjunktiv, der wird nicht hier von der 31.000, was er da hier jetzt da letzte Nacht erkämpft hat, ohne Korrektur da oben drüber laufen und dann auch womöglich noch hier irgendwo schließen. Also da habe ich extreme Zweifel dran, sondern das würde wahrscheinlich eher so ein Ding werden, dass wir halt so eine Bewegung sehen wie, was weiß ich, klemmt sich hier irgendwo halt ein und zieht dann erstmal wieder runter, hier runter aufs Gap und zieht ab dort dann meinetwegen halt wieder hoch. Ja. Also das wäre so eine Geschichte, die würde ich unterschreiben. Ja, da wäre ich dann auch dabei. Aber jetzt hier aus dem Stand einfach weiter nach Norden, weil wie gesagt, macht er das, dann haben wir wahrscheinlich, ich färbe das hier mal kurz ein, damit man es irgendwie auch mal versteht. Also das wäre halt jetzt hier eher so die positive Variante. Ich mache es mal blau, damit man es so ein bisschen auseinanderhalten kann. Also Variante positiv. Und dann gäbe es die andere Geschichte, ich mache es einfach mal mit Pfeilen. Also wenn er jetzt halt doch hier raufläuft, dann wird er irgendwo hier scheitern. Und dann wäre das gar nicht gut, weil dann wäre einfach nur wieder am letzten Widerstand, ohne vorher korrigiert zu haben. Und dann tauchen wir wahrscheinlich auch noch mal viel tiefer ab. Ne? Also das wäre halt so die Variante, die dann wahrscheinlich nicht aufgeht. Aber ab hier einfach drüber, glaube ich nicht. Ne? Aber viel mehr sehe ich da jetzt halt auch nicht. Der hat natürlich auch noch so ein bisschen Luft. 130 Punkte nach oben. Das ist natürlich jetzt im Dauer im Zweifelsfall auch nicht viel, aber wenn man sich das hier mal anguckt, dieses Cluster hier an der Stelle, da war schon einiges los, ne? Dass der da jetzt einfach so drüber läuft, das spricht ja auch nochmal dagegen, ne? Also das war ja hier ganz klar umkämpfter, umstrittener Bereich, wo die Interessen ja deutlich auseinandergegangen sind von den Einzelnen, die Sichtweisen von den einzelnen Teilnehmern. Von daher glaube ich das nicht. So, jetzt haben wir aber hier bald 9:30 Uhr kommt in Sicht. Die berühmte Knoppers-Fraktion. 9:30 Uhr in Deutschland. Und mal sehen, was wir da halt noch kriegen. Jetzt hängt er hier noch mal so ein bisschen an der 920, dem Widerstand erstmal rum. Aber wie gesagt, der wird hier nicht komplett scheitern, da glaube ich nicht. Ne? Sondern es dauert hier so ein bisschen. Und dann muss man halt mal sehen, wann der Impuls dann nach oben weitergeht und wir dann halt hier eine Etage höher laufen. So, hier sind noch so ein paar alte Trades drin. Muss ich mal kurz löschen. Ja, deswegen sage ich also hier Short, besser nicht, lieber dann irgendwie höher ansetzen und dann gucken, dass man auf ein korrektives Low nochmal kommt. Anstatt jetzt hier dagegen zu halten, nach dem Motto, ah, der muss jetzt aber hier wieder drehen und die Tageskerze umbauen, glaube ich nicht. Ihr seid so still. Warum seid ihr denn so still? Krieg ja schon Halsschmerzen von dem ganzen mit mir selbst reden, reden, redeln. So, also 950 war natürlich auch oft gehandelt, deswegen ist die hier auch in Orange. Das heißt, wir haben dort immer viel Volumen gehabt. Das wäre jetzt natürlich so der nächste Punkt, der interessant wäre. Und da kann man jetzt vielleicht mal gucken, ob es Sinn macht, dort mal irgendwie kurz zu shorten. Und ob man den ab, ach, da haben wir natürlich jetzt auch wieder so einen von meinen Freunden, den EMA 200. Das wäre dann jetzt wieder so eine Stelle, wenn er jetzt an die 950 läuft, ja. Weil einfach dort immer die ganze Zeit das Volumen war und sich dort plötzlich der Markt dann halt irgendwie in die Richtung anders überlegt, sieht es nachher so aus, als wäre es der EMA 200 gewesen. So, auf den 950 war die ganze Zeit schon da. Und wenn man da mal zurückgeht und nur hier, so, wo war er denn da? War er auch nicht, ne? Oder hier, da war halt nichts, da war nur die 950. Aber klar, wenn er jetzt da reinläuft, dann passt es natürlich. Ja und nein. Ne, weil eigentlich liegt der zu tief, dieser EMA.
Und deswegen mag ich die Dinge halt auch nicht. Ne? Die hängen immer irgendwo rum und ganz oft sieht man, es läuft runter und drüber. Und dann stellt man sich die Frage, wieso habe ich das Ding überhaupt im Chart? So, und hier im Daily, das finde ich dann halt jetzt wieder viel spannender. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen in dem anderen Bild. Da hätten wir jetzt aber zum Beispiel was, nämlich die 966 erstmal. Hier auch in Orange, bisschen schwierig zu lesen. Ich hoffe, man kann es erkennen. SMA 20 fallend von oben. Viel, viel spannender. Ja. Und das heißt, das wäre dann schon eher so eine Geschichte, wo ich sage, da kann man doch wirklich mal gucken, ob das nicht ein paar Punkte bringt. Ja. Und von da oben nochmal halt die Rolle rückwärts ein Stück weit zu machen. Zumal hier halt auch Korrektur fehlt. Ja. Also wir sind durch das Vortageshoch hier durchgelaufen und sind noch nicht mal drauf zurückgesetzt und wollen jetzt nach oben. Das wäre dann ja ganz klar so ein Kandidat, der von da von den 966 nochmal bis auf die 900 reichen könnte. Das wäre auf jeden Fall plausibel, ja, dass wir dort jetzt hinlaufen, irgendwie vor 9:30 Uhr und dann halt auch mal gucken, dass wir da runterkommen. Ich glaube, ich hänge hier die ganze Zeit so ein bisschen im Bild da unten. Ne? Ich mache mal kurz irgendwie hier meinen hässlichen Kopf da weg, damit man das mal auch ein bisschen besser sieht. So, also Fragen kommen hier irgendwie nicht so wahnsinnig viele rein. Frage ich mal andersrum. Wer hat denn vorhin den Short mitgemacht wenigstens oder wer den Long auf die Erklärung hin? Long raus. Aha, da kommen sie. Kassa hat Gap Close bei 12, 9. Was für ein Gap? 12, 9, 5, 6. Da ist doch kein offenes Gap. Ach so, die Kasse. Ja, das kann natürlich sein, ne? Was? Habe Angst vor den Knoppers. Ach, ja. Das war der Grund für den Long, um den dicht zu machen. Ja, vor der Knoppers-Fraktion muss man keine Angst haben. Man muss nur gucken, dass man versteht, was die vorhaben. Ja. Ja, das tut mir leid. Hier schreibt auch die Tanja zum Beispiel gerade, hat irgendwie für Long, hat irgendwie unten 1,5 Punkte gefehlt. Ja, ging mir ja ganz ähnlich. Aber so ist das halt manchmal. Ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Also solange man irgendwie so das, was, also ich finde es echt immer viel, viel wichtiger, dass der Markt so das macht, was man denkt, dass er macht. Ja? Also was man irgendwie für plausibel hält. Und dann ist es auch nicht wichtig. Ich meine, es ist natürlich schön, klar, wenn man da unten jetzt reingekommen wäre, ja, aber pff, wie oft gelingt das denn, dass man halt einen Entry kriegt, der dann halt eben von ganz unten bis ganz oben läuft, ne? Das ist halt viel zu selten. Oder beziehungsweise es ist halt die Regel, dass es selten ist. Von daher total in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt auch hier den Entry hin. Ich mache den mal irgendwie, färbe den mal kurz um. No, hier bei der 889. Gucken, vielleicht haben wir ja Lust mitzuspielen. So, also ich mache mal nochmal. Daily ist ja unten, bin ich ja erstmal raus. Kann ich mich ja nochmal einblenden dann da auch. So, wie gesagt, das wäre halt, jetzt haben wir genau den Rücksetzer, wo ich vorhin meinte. Hier oben weiter, ohne Rücksetzer geht nicht. Er kommt jetzt halt ein bisschen eher. Ich hätte halt, ich hätte es natürlich besser gefunden, wenn wir ab der 950 gekommen wären. War den auch wieder verpasst um 10 Punkte. Aber okay. Vielleicht kriegen wir hier noch einen hinten, ne? Heißt aber dann auch, wenn ich den DAX so drücken sehe, der Dow drückt wahrscheinlich parallel auch gerade, ne? Ja, ne? Deswegen, das geht nicht. So, das heißt, der ist natürlich jetzt so ein bisschen die Gefahr hier an der ganzen Geschichte, weil was der da macht, funktioniert sowieso nicht, ja. Und der hat nach unten viel zu viel Luft. Nicht, dass die jetzt das Ding hier mal komplett umdrehen. Und das wäre natürlich dann so ein bisschen arg. Aber mal gucken, so schlecht sieht das jetzt hier gar nicht aus. Und im schlimmsten Fall gibt es dann halt mal einen Loser. Meine Güte, das werde ich auch überleben. So, aber hier, bevor ich den jetzt verpasse, gehe ich jetzt hier lieber mal
eine Nummer früher rein. Wir haben jetzt aber hier, da muss man aufpassen, ne? Point of Control. Kommt zwar hier ein dickes Volumen rein, das sieht man ja hier an der Glocke. Ne? Also der macht sich hier so ein bisschen dick. Trotzdem könnte es jetzt natürlich sein, dass wir einmal hier auf den POC runterrutschen. Und dass sich die ganze Geschichte jetzt hier umdreht. Ne? Also muss jetzt nicht sein. Ich glaube es auch irgendwie noch nicht so wirklich. Mal gucken, wo stehen wir denn hier im H1? Nochmal im Gap. Ja, eigentlich müsste der schon irgendwie noch versuchen, deutlicher da oben rauszukommen nochmal. Jetzt einmal eine Runde Luft holen, was natürlich so ein bisschen schade wäre, wenn wir jetzt halt hier im M5 die letzte da oben direkt eliminieren. Ne? Also hier diesen kleinen, das kleine Außenstäbchen da oben. Das heißt, wir müssen jetzt hier schleunigst in den nächsten 2 Minuten, der POC verschiebt sich auch gerade, nochmal hier oben drüber und dann halt in der letzten Aufwärtsbewegung am liebsten da oben drin schließen. Und dann kann man den auch ausbauen und dann versuchen, ob man raufkommt mit einer Position, die ein bisschen größer ist. Also das wäre so mein Ansatz jetzt. Ne? Oder man sagt halt eben, ja gut, der macht das schon und gibt dann halt hier direkt alles rein. Kann man natürlich auch machen, aber muss halt nicht unbedingt sein. Ne? Ja, 50 Punkte und Feierabend. Angeber. Freue mich doch, ist doch klar. Ist doch klar, aber ich habe ja halt auch die leidvolle Aufgabe, immer alles erklären zu müssen, was ich hier tue. Und, ne, und ihr könnt ja irgendwas traden und dann irgendwie, wenn es nicht aufgeht, so, was haben wir jetzt hier für einen Verbindungsstress? Ja, da stand nämlich oben gerade das L. Ich habe irgendwie keine Kurse mehr. Hurra, hurra. Also der Morgen hier hat es echt in sich. Ne? Der hat es echt in sich. Florian, liegt das an mir? Oder? Ich bin gerade dabei, das zu checken. Hier kommt Lüft. Ah, jetzt kommt wieder was. Okay. Ja, hat natürlich jetzt so ein bisschen tief geschlossen hier. Ne? Hier der M5, wenn der jetzt so stimmt, das weiß ich jetzt natürlich leider nicht. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen schlecht. Und das heißt, eher so, wir kriegen nochmal irgendwie ein neues Low. Ich hätte den eigentlich da oben jetzt rausnehmen müssen, hier schon an der Stelle. Aber dadurch, dass jetzt keine Kurse da waren, war ich jetzt natürlich etwas irritiert und etwas lame unterwegs hier. Weil eigentlich, ja, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob hier was fehlt oder nicht. Das ist natürlich jetzt die gute Frage. Also hier im 15 nach zu urteilen, ne, gibt es jetzt keinen Grund für irgendwie eine komplette Umkehr. Aber das heißt ja nichts. Aber trotzdem, so unter die Eröffnung hier sollte jetzt unbedingt nicht drunter, weil wir haben halt hier schon irgendwie eine relativ klare Aufwärtstendenz mit dem neuen Hoch an der Stelle. Im M5 allerdings macht sich das Bild gerade irgendwie anders, dreht es gerade komplett um. Und deswegen läuft das jetzt hier so gegeneinander. Und im H1 stehen wir unten immer noch auf dem SMA20, aber im Daily kleben wir oben an der 909. Ne? So, das heißt, gerade läuft das wirklich komplett gegeneinander, die ganze Geschichte. Aber das hier ist natürlich jetzt so ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt einfach nicht, ich muss das mal ganz kurz, ich muss mir mal irgendwie einen anderen View hier besorgen, weil wenn hier oben was fehlt in meinem Bild und dann kann ich da gerade keine vernünftige Entscheidung mehr danach treffen. Ne? So. Also den einzigen Schuh, den ich mir jetzt hier natürlich erstmal selber nur anziehen kann, ist der, dass ich nicht schnell genug hier oben raus bin, weil ich nicht wusste, ob das jetzt so seine Richtigkeit hat oder nicht. Aber halt natürlich mit, ja, jetzt kommt du nur mit Updates hier. Aber halt nicht jetzt irgendwie eine Richtung falsch gesehen zu haben, das sehe ich so noch nicht. So, ne, also hier unter die Eröffnung M15 dürfte eher nach Möglichkeit nicht allzu sehr drunter. Aber wenn er es dann jetzt macht, dann fliegt mir der hier jetzt um die Ohren.
So, Value Area Low an der Stelle darf er mehr nicht. Und der M5, wie gesagt, der hat jetzt gerade das Problem, dass der jetzt hier komplett gerade die Richtung wechselt und das ist wahrscheinlich dem DAU geschuldet. Ja. Das, also war das irgendwie gerade nur bei mir mit den Kursen oder? Also ich habe in den letzten, also kurz bevor das bei dir war, immer noch Ticks gehabt im Live-Konto mit der Ja, das war ja Vodafone. nur irgendwie so ein paar Sekunden, die da halt gefehlt haben, ne? Also so wahnsinnig viel war es nicht. Also, naja. Okay, ich wollte schreiben, war bei denen auch. Ich check das gleich einmal, ja. Ja. So, was wir jetzt halt hier War das sehen, beim ne, ist halt DAX das. oder war das auch woanders? Bitte was? Ja, ich wollte jetzt gerade mal gucken. Da muss ich mich nur kurz hier irgendwie ab ausklinken. So, ich nehme Nee, den hier okay. unten, den unteren jetzt mal raus. Also da kann das im M15 immer noch hier nach oben ziehen, keine Frage. Ich würde jetzt hier aber erstmal rausgehen, ja, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Na, hier unten mit der Skalierung, das hat gepasst. Trotzdem so ein bisschen zu langsam hier von meiner Seite. Aber wie gesagt, ich bin auch gerade so ein bisschen verunsichert. Ja, der Aussetzer war auch bei anderen, ne? Sehe ich hier gerade. Ja, okay. Ich muss mal ganz kurz dann, weil ich muss mal ganz kurz das Mikro ausmachen, bin in 2 Sekunden dann wieder da. Dann Ja, muss ich mit einmal in Mikro anhört man mich Ruhe. besser, ne? Dann hört man dich besser. Ja, sonst rufe ich einfach ein bisschen lauter. Okay, also gucken wir uns mal das Bild hier an. Also der DAU, ne? Der macht hier, der hat sich an meinen Pfeilen hier erschrocken, glaube ich. Dreht jetzt hier gerade mal eine Runde um. Bei der ist jetzt wirklich das Problem, ne? Also ist zwar nur der Future, ja, aber dem fehlt halt hier einfach was, ne? Und das könnte jetzt natürlich auch dazu führen, dass wir unsere 832 dann doch noch kriegen und vielleicht auch sogar noch eine Etage tiefer, ne? Naja, es muss ja irgendwie beides, oder was heißt es muss, ne? Oft passt ja irgendwie beides zusammen. Wichtig ist ja nur, dass man schnell genug ist, ne? Aber was mich natürlich ärgert, auch wenn ich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 25 Punkte vorne liege, ne? Aber halt hier oben hätte ich gerne die 950 gehabt, unten gerne die 832. Und bei beiden dreht er irgendwie so ein paar Punkte vorher. Das ist natürlich so ein bisschen nervig. Aber das wird hier auf der anderen Seite wird es jetzt aber gerade ziemlich klar, ne, was der Markt da halt irgendwie vorhat. Also es sieht schon deutlicher nach aus. Vielleicht sollte man mal irgendwie mal kurz auf den DAU gehen. Eine Sekunde mal nochmal. Bin, aber diesmal bin ich auf jeden Fall schneller wieder zurück. Ich muss gerade mal gucken, dass hier alles richtig eingestellt ist. So. Also, Le Dow. Gucken wir uns da mal kurz irgendwie rein. Ne, weil der könnte tatsächlich, weil der halt hier so heftig gerade nach unten drückt, hier einmal kurz aufräumen. Aber ich würde den hier echt Market handeln jetzt erstmal. Da auch mal irgendwie mit einer überschaubaren Position mal rein und mal gucken, was der hier vorhat. Ne, ob der jetzt uns hier nicht irgendwie relativ bequem nach unten befördert, weil der jetzt auch gerade die Kasse nicht im Rücken hat. Und das eigentlich schon machen könnte. Man müsste halt nur in Anführungszeichen hier diese M15 Aufwärtsbewegung aushebeln. Deswegen ist halt auch hier für meine Begriffe jetzt erstmal Market nicht so falsch, weil ich glaube nicht, dass man da gemütlich reinkommt.
Vor allen Dingen, wenn das jetzt machen sollte, ne, dann geht es halt hier unten um die Future-Eröffnung nochmal. Ne, also hier diese Lows an der Stelle. Das ist jetzt das Einzige, was hier gerade relevant zu sein scheint. Und dann wird man halt sehen, ob der Tag sich umdreht oder nicht. Ne? Und wäre natürlich gut, wenn das hier ohne Rücklauf abläuft. Deswegen hier Market. Weil das jetzt gerade mal der laufende Impuls einfach ist. Ne? Und man sieht es ja zumindest mal hier so ein bisschen an der Stelle. Ne? Der bewegt sich ja, der gibt ja gerade gar keinen Rücklauf. Ne? Das heißt, hier läuft irgendwie gerade möglicherweise so ein Programm durch, was nichts anderes zu tun hat, als jeden Aufbäumungsversuch irgendwie abzufangen und direkt im Keim zu ersticken. Das heißt, deswegen, wie gesagt, hier Market, wenn das nämlich so ist, kommt man sonst nicht mehr hier rein. Und ich sehe gerade, dass der halt hier kräftig nach unten drückt die ganze Zeit. Und das Bild, was ich da halt eben vorhin gezeigt habe, ne, hier im H1, dass das aufgehen könnte. Und wir dann halt hier eben mal irgendwie relativ zügig auch 100 Punkte fallen könnten. Ne? Also kann natürlich jetzt trotzdem sein, dass es daneben geht. Ne? Also bitte nicht schlagen, wenn das jetzt nicht der Fall ist. Aber momentan habe ich irgendwie hier alle Berechtigungen dazu, aus meiner Sicht da einfach Market reinzugehen. Ja, mal gucken, was er jetzt macht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich natürlich für die Zeit, jetzt hier mal kurz auf den DAU zu switchen, aber gerade bewegt er sich recht nett. Aber es braucht natürlich jetzt hier so einen Wusch nach unten, wenn das Ding halt wirklich was werden soll und dann halt auch direkt hier durch diese Lows dann halt eben durch. Ne? An der Stelle, weil umsonst geht es jetzt hier nichts. Nur darum. Das ist jetzt gerade das einzig Relevante. Und wenn die Bock haben, das Ding jetzt rumzudrehen, dann stehen wir im 0,0, dann irgendwo hier in der Etage tiefer. Im 0,0, im 0, nix, wollte ich sagen. Ne? Ja, also jetzt macht das ja gerade. Das ist ja gerade die Bewegung, die ich gesagt habe. Es geht nur um die Dinger hier unten. So, den kann man jetzt auch dann direkt absichern. Weil wenn das, wie gesagt, durchdrücken soll, dann wird es das jetzt tun, ohne eine Reaktion hier an der Stelle. Und dann ist das erstmal ein netter Trade. Ansonsten waren das hier relativ safe 20, 15, 10, 15 Punkte. Ne? Das heißt, auch hier könnte man sagen, gut, einfach direkt wieder hier über der M1, da wo sie gerade versucht hat, irgendwie drüber zu gehen, direkt absichern. Ja, wie gesagt, wenn das so ein Drückerprogramm ist und dann kommt er eh nicht zurück, dann schiebt er jetzt am Stück da durch. Und dann würde ich auch hier unten gar nicht unbedingt irgendwie das Ding rausnehmen, sondern eher versuchen, hier so tief wie möglich damit rein mit durchzukommen. Und dann halt eher den Trail ansetzen, wenn er das machen will. Nur den TA-Trail, aber der drückt, ne? Das sieht man ja halt hier. Das war jetzt halt alles, was jetzt hier interessant war. Das hätte man natürlich auch direkt eine Nummer größer machen können. Die Position hier, aber okay. Ist ja der DAU, der bringt ja so ein bisschen was mehr an Punkten. So, jetzt aber trotzdem nicht übertreiben, ne? So, hier komme ich mit dem Trail runter. Guckst das einer an. Ne? So einfach kann es sein. Zack, raus, fertig. So einfach kann es gehen. So, der war doch nett, ne? So, how much is the fish? Ja, ne? Hier, 32 Punkte. Mal einfach so. Mitten rein gesprungen ins sozusagen fallende Messer. Nett, ne? So, mehr weiß ich nicht. Also ich weiß schon mehr, ja. Ich habe es ja vorhin erklärt hier von der Bewegung im DAU, wo der hin soll. Der hat nochmal 100 Punkte nach unten Platz. Gar keine Frage, ja. So, aber ich finde es natürlich auch gut, wenn ich das Ding hier im Webinar halt einfach dicht machen kann. Und wenn da halt die Richtung stimmt, die ich mir da halt so vorgenommen habe. So, jetzt gucken wir nochmal auf den DAX. So, da haben wir jetzt, stehen wir kurz vor den Lows nochmal. Das passt dann auch soweit.
So, gut, dass ich hier oben rausgegangen bin und vor allen Dingen halt auch schön zu sehen, dass die Korrelation dann doch immer wieder wichtig ist, ne? Ich würde jetzt hier natürlich nicht mehr long gehen, ne? Im DAX, weil dafür sieht die zu übel aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass die H1 so schließt, beziehungsweise so schließen will und dass hier einfach nur ein ekelhaftes Rauf runter ist, weil mehr ist es nicht, ne? Wenn man sich das jetzt mal wirklich genau anguckt hier, also die Schweinerei, die jetzt hier veranstaltet hat, die ist schon echt bemerkenswert, ne? Weil wir sind einmal hier, haben ein tieferes Tief gemacht, wir haben ein höheres Hoch gemacht, ich mache jetzt wieder ein tieferes Tief, das ist halt übel, ja. Also, weil wie will man das vernünftig handeln? Und das ist halt so natürlich komplett trendlos, die Geschichte, ne? Aber das ist eher so Finger weg. Weil da kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Weil, weißt du, wie will man denn da jetzt sagen, ob das Ding nochmal rauf oder runter geht? Ne? Wenn wir halt einfach, ich meine, nach einem tieferen Tief ein höheres Hoch einmal, das ist völlig okay. Das hier war der Future, da kann man mal kurz drunter und dann halt die Long-Richtung aufnehmen. So, das hatte ich ja auch genauso um 9 Uhr beschrieben oder vor 9, ja, dass das halt so kommen soll, darf. Ja, aber. Jetzt hier nach einem deutlich neuen Hoch, dann noch irgendwo so ein bisschen im Nirvana, machen wir jetzt nochmal ein neues Tief. Da kann man jetzt sagen, ja, das war alles fake, ja. Und was war das dann hier? Auch fake, ne? So, und dann stellt sich eigentlich nur die Frage, wer soll denn jetzt hier verarscht werden, ne? So, und da kann man jetzt irgendwie dann Würfel nehmen und dann halt irgendwie auf gerade oder ungerade oder eine Münze werfen, dann ist man genauso mal. Und deswegen hier, der Lutz fragt ja auch nochmal gerade, Long bei 830, also hier, wo wir gerade stehen, nein, ich bin nicht dabei. Auf keinen Fall, ne? Weil das gefällt mir gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Deswegen DAX hier an der Stelle erstmal tabu. Kann sein, dass der hält, I don't know. Weil ich habe, da finde ich dann den Dow jetzt natürlich viel spannender. Weil der jetzt ja halt hier wirklich gerade, um das nochmal aufs große Bild zu gehen, natürlich jetzt genau das macht, was ich hier, zieht es mal hier rüber, sieht man zwar auch nicht viel mehr, aber genau das macht, was ich hier vorhin hier eingezeichnet habe, nämlich ne? Von da runter, ne, irgendwo hier hin und dann mit Anlauf nochmal hoch. So, das scheint sich hier gerade zu komplettieren, das Bild. Und das finde ich dann natürlich jetzt wesentlich spannender, als jetzt hier dem DAX mit irgendwie dann da hinten hinterher zu dackeln und dann halt irgendwie rauszufinden, was der jetzt eigentlich vorhat. Weil das hier ist für meine Begriffe deutlich. Oder das ist für mich jetzt so die Bestätigung, dass die Idee, die ich hier gebracht habe mit dieser Variante, dass die halt absolut plausibel ist. Und da der DAU ja auch in der Regel, natürlich auch nicht immer, aber halt dann auch doch so ein bisschen sauberer läuft als der DAX, halte ich das jetzt dann auch für interessanter, das dann zu verfolgen und das weiter zu handeln, egal was der DAX jetzt dann halt hier dann treibt. Alright, gut. Also, Stunde ist auch um. Wir haben hier ein paar nette Trades zusammenbekommen mit insgesamt, wie viele Punkte waren es? Oh, siehst du, hier hält auch nicht. Von daher, und das hier, ja, egal. Also mit insgesamt. Was waren es denn jetzt hier? Habe ich gar nicht mehr ein. Doch, ach hier, 10 Punkte, 15 Punkte plus die 32. Im DAU sind wir bei 47 Punkten. Das ist doch okay, ne? Das passt doch. Gut, dann würde ich nämlich sagen, machen wir an der Stelle einfach den Deckel drauf. Freuen uns über drei schicke Trades und dass wir den Markt greifen konnten. Sauber und um mehr geht es ja auch nicht, würde ich mal so behaupten. Ne? Müssen hier alle keine irgendwie Orakel sein wollen oder wie auch immer, sondern es geht ja nur darum, halt hier irgendwie irgendwas mitnehmen zu können. Aus dem, was der Markt dann auch immer da halt zaubert. Alright, so, Florian, was macht dein Mikro? Mein Mikro ist immer noch so wie am Anfang. Okay. Gut, weil dann sage ich nämlich an der Stelle Dankeschön fürs Dabeisein. Bitte bleib noch, weil ich freue mich immer, wenn der Florian das letzte Wort hat und halt der auch immer viel netter redet als ich und so. Ich bin ja immer eher so ein bisschen ungehobelt und unhöflich und sage dann so Worte, die der Florian sowieso gar nicht sagen darf. Von daher, danke,
darf der das sehr gerne immer hier das Schlusswort übernehmen. Dann hat das Ganze wenigstens einen vernünftigen Abschluss und nicht mit mir. So, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Das wird aber erst in, glaube ich, 2 Wochen, oder? Tatsächlich Ja. der Fall sein. Aber World of Trading, ich weiß nicht, wer von euch dabei sein wird in Frankfurt. Ich bin auf jeden Fall da. Ich bin auch auf der Hauptbühne eingeladen zum Live-Trading und werde da auch, wie hier auch, dann eben mit ein paar Kollegen versuchen, dort den Markt irgendwie auseinanderzulegen und da halt was mitzunehmen. Ich glaube, ich bin da insgesamt 4 Stunden oder 3 Stunden im Live-Trading. Ich weiß es gar nicht genau. Und auch noch mit einem Seminar vertreten am Nachmittag, am Freitagnachmittag. Also wer Lust hat, sehr, sehr gerne. Und natürlich findet man mich auch am Stand von FX Flat. Auch wenn die kein Bier haben, dann habt ihr diesmal Bier. Aktuell noch nicht, aber es ist eine Überlegung wert. Aber FX Flat macht immer den besten Kaffee. Das muss man ja wirklich mal sagen. Also Das das ist ist immer tatsächlich. so auf jeden Fall. Also dort findet man mich auf jeden Fall dann irgendwie auch ganz oft und vielleicht hat der eine oder andere Lust, ja dann auch irgendwie vorbeizukommen und Hallo zu sagen. No? So, jetzt Florian, jetzt darfst du. Ich sag tschö, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Dirk. Ja, wie der Dirk schon gesagt hat, in 2 Wochen wieder beim Live-Trading das nächste Mal. Aber kommen Sie uns gerne nächste Woche Freitag, Samstag in Frankfurt auf der World of Trading besuchen. Der Dirk wird ein Live-Trading machen. Ich werde vom Stand von FX Flat aus Händchen halten, so wie ich das immer im Webinar mache, damit der Dirk auch da ein bisschen Support hat. Kommen Sie uns gerne besuchen. Wir sind auf jeden Fall vor Ort. Stehen da für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Von daher würde ich sagen, bleiben Sie alle gesund, auf die Positionen aufpassen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.